In unserem nächsten Beitrag geht es wieder ums Energiesparen im eigenen Haushalt. Von der Heizung und der Waschmaschine im Keller über die richtige Beleuchtung und Wärmedämmung reichen die Möglichkeiten. Die Küche macht da keine Ausnahme. Familie Bernhofer hat ihre Dachgeschosswohnung im Haus der Eltern im Vorjahr etwas ausgebaut. Die Küche liegt im alten Teil, daher sind auch die Elektrogeräte dort nicht mehr die allerneuesten. Doch Andrea Bernhofer kennt Tricks, wie sie auch hier viel Energie sparen kann. Ja, das eine ist, dass ich mit dem Wasserkocher das Wasser vorgekocht habe. Geht um einiges schneller, wie wenn ich jetzt das kalte Wasser aufstelle. Das andere ist, dass ich die Restwärme nütze, zum Beispiel. Der Reis ist in einer halben Stunde fertig, wenn ich dann gleich ausschalte. Also zum Energiesparen. Reis, und dann habe ich das Wasser schon vorgekocht. Bis dann das sonst am Herd aufgekocht wäre, dauert es doch einiges länger. Dann schalte man da rein, dass es weiter kochen kann. Und das andere ist, dass ich im Backofen zum Beispiel bei den Großteil der Gerichte nicht vorheizen brauche. Denn die meiste Energie beim Kochen und Backen wird erfahrungsgemäß davor oder danach verschwendet. Durch Geräte, die entweder zu wenig effizient oder schlecht in Schuss sind. Kühlschränke, die nicht dicht halten, sind Musterbeispiele dafür. Es gibt zwei einfache Tests, um die Dichtung vom Kühlschrank zu überprüfen. Der erste ist der kleine Fingertest. Da schaut man mit dem kleinen Finger, ob die Kühlschranktür einfach aufgeht oder nicht. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Dichtung eher schlecht. Der zweite Test ist das Blatt Papier, das man zwischen Kühlschrank und Kühlschranktür einklemmt. Wenn das einfach zum Auszuziehen ist, ist die Dichtung auch eher nicht mehr so gut. Ebenfalls ein großes Einsparpotenzial bietet der Geschirrspüler. Da sollte man aber das Eco-Programm verwenden. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber es bringt relativ viel Energieeinsparung. Und man sollte immer schauen, dass der Geschirrspüler voll eingeräumt wird. Jetzt noch ein Tipp für die Küche. Das Backrohr möglichst wenig öffnen und Umluftprogramme verwenden. Sie sparen bis zu 20% Energie, wie übrigens auch der Deckel am Kochtopf.